Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Runes of Magic. Wir haben das letzte Mal ja begonnen, hier in der Mine aus Stein zu erwachen. Sind wir quick lebendig und der Rock sieht irgendwie lustig aus. Süß. Ja, wenn ihr auch gerne mitspielen wollt, dann könnt ihr das gerne über gameforge.de runterladen. Den Launcher runterladen und dann habt ihr viele MMORPGs, wo ihr spielen könnt. Eins ist eben Runes of Magic. Es ist wirklich, wie ich noch relativ gewusst habe, aus 2009 und hat sich eigentlich gut getan, weil ja, jetzt ist auch hier ein Spieler unterwegs. Schade, dass es schon weg ist. Bisschen schneller als ich. Und ja, das macht natürlich schon echt Motivation. Ich habe das Spiel gern, also es ist jetzt schon ziemlich toll. Und ja, wir müssen jetzt hier Bergbau. Aber wollen wir nicht irgendwie Alchemie nehmen oder so, dass das Beste uns hilft? Können wir alles nehmen? Keine Ahnung. Also ein paar Sachen sind natürlich mir nicht mehr so tiefgründig im Gehirn. Kann ich leider nicht so viel dienen, aber ein Haus dienen, den möchte ich kurz mal ansprechen. Ich möchte gerne ein Haus. Aufbewahrungstruhe halten. Grundeinrichtung. Oh, ist aber teuer. Ein Bett können wir uns nicht leisten. Wir haben nur 1213. Na gut, bleiben wir noch draußen, schlafen lieber in unserem Schlafsack. Der Robbe heißt. Ich möchte die Bank öffnen. Haben wir denn etwas Wertvolles? Als Level 4er Forscherpaket. Ist ein Questgegenstand. Okay. Nehmen wir mal die Rune rein. Ein Schlitten, okay. Ja, ich weiß nicht. Holzpfeil brauchen wir auch nicht im Lager. Okay. Haben wir leider nichts, aber Handschuhe haben wir jetzt. Und dieser feine Stab und so können wir alles weglegen. Das sortieren wir jetzt mal kurz. Schlechten Sachen runter. Wie bekommen wir jetzt andere Pets? Also das ist scheinbar das Pet aus dem Ei. Die kriechen einfach so aus den Eiern. Immer wieder, wenn man sie hinlegt und wieder ja, zurückruft, sind sie wieder im Ei. Ein Geschenk für mich. Hausenergie. Was braucht man Hausenergie? Keine Ahnung. Also scheinbar jeden Tag bekommen wir da ein Geschenk. Keine Ahnung. Leider habe ich es ja ein bisschen verpasst, weil ich nicht so an Runes of Magic gedacht habe. Runes of Magic. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal gefragt, ob wir noch andere MMORPGs zocken sollen. Ihr dürft alle gerne wählen. Also es ist wirklich, ich bin ein freier YouTuber, der nicht auf Abonnenten oder also auf Abonnentenzahlen oder Likes schaut, sondern eher, dass ihr wünschen könnt, was ich denn spielen soll. Mir ist es egal. Ich spiele alles gerne. Ich merke einfach, dass ich tausendmal mehr Lust habe als andere Leute. Und die anderen Leute haben manchmal mit Kritik kommen, ja, wieso zocke ich das? Oder kannst du nicht mal etwas Anständiges zocken? Ja, ich möchte es nicht. Also, die meisten Sachen sind halt einfach zu überbewertet. Ich bin auch mit kleinen Sachen zufrieden. So, haben wir da eine Quest? Ne, da ist auch ein graues. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, kochen. Ich habe kein Talent zum Kämpfen. Ja.
Ja, da hat er mir noch kritisiert, ja, dass ich zum Beispiel Champions of Recknum nicht schneller mache. Das ist klar. Ich habe noch nicht die Möglichkeiten dazu. Und jetzt habe ich langsam die Möglichkeit. Dann kann ich das auch ein bisschen schneller laufen lassen. So, Warzone Schlachten, würde ein Video machen. Kein Problem für mich. Ich mach's. Und da habe ich auch Spaß dran. Ja, toll. Ah, Schneider eben. Nicht Handwerk, schneiden. Schneiden. So, wir haben aber leider noch keine genug Levels. Feine Holzbogen können wir herstellen jetzt. Okay, machen wir das mal hier. Zink, Sand und Eschrohholz. Ja, aber bekommt man die über? Das ist noch ein bisschen kompliziert. Also ich weiß gar nicht, ich brauche diese Rohstoffe und habe sie nicht. Na gut. Okay, aber wo? Wo ist Saul Leikton? Wir haben keine Questmarkierung, nix. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was Saul Leikton. Sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Da oben haben wir also auch nichts. Styling Shop. Okay, nice. Aber kostet wahrscheinlich etwas. Ja, solange ich weiß, wo wir hin müssen, wird es halt schwer, jetzt weiterzukommen. Ich gehe nochmal in die Höhle hier links. Na, ich sehe keinen Soul-Like-Ton. Also, das müsste doch irgendwo eine Quest zu sehen sein. Wo war die Höhle? Oh. Ist schon ein bisschen verwirrt sein, wo man hin muss und so. Es ist keinerlei Questmarkierung. So kann ich natürlich nicht weiterkommen. Also da müsste ich wahrscheinlich einen Schnitt machen, bis ich das gefunden habe. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt bin, aber ja, es wird wirklich nicht angezeigt. Ich mache kämpfen ein bisschen. Wir müssen stärker werden. Auf jeden Fall keine HP. Aber kommen auch nichts über. Kann ich jetzt hier abbauen? Was muss ich denn lernen zum hier abbauen? Pflücken. Alchemie eben, aber. Pff. Wo der Alchemiestand ist, weiß ich leider auch nicht. Na gut. Schauen wir hier nochmal nach. Hier drin ist jemand. Abenteuergilde. Da drüben ist ein Teil. Okay. Können wir die abbauen? Ich will aber die abbauen. Nochmal hier rein. Ist auch noch eine Statue. Oh. Alles Fragezeichen. Aber wo ist jetzt der? Ist gar nicht hier drin. Schlachtfeld. Das tönt gut. Tönt nach RVR. Ja, wie kann ich jetzt weiter Bergbau machen? Also da brauche ich leider noch ein bisschen Hilfe. Tut mir leid, wenn jetzt der Part ein bisschen langweiliger ist. Aber wir müssen halt wahrscheinlich einfach oben weiterlaufen. Ich hätte das vorher so tun sollen. Wahrscheinlich wollen einfach die Entwickler, dass man ständig irgendwie mega weit läuft.
Also ich weiß noch, als die Beta war, waren wir in so einem kleinen Dorf und da hatten man alles machen können in der Nähe. Jetzt ist es eher so ein mega langweiliger Tunnel, der ja so mega weit führt. Und da bekommt man natürlich nicht mehr so die Freude über. Aber da oben, ah, das ist wahrscheinlich, wo man wie also wo man aus dem Stein erwacht ist. Okay. Aber dass man auch kein Reittier oder so hat, wenigstens am Anfang so ein kleines, bisschen schnelleres Tier oder so. Ja. Also im ersten Part war ich richtig glücklich, dass ich da so Sachen hatte. Und wirklich, das ist die Auflösung Full HD. Ich dachte, das wäre 600, 800 mal 600. So grob wie alle Schriften sind und alles Mögliche. Aber gut. Also mir gefällt schon, das ist ja nicht so hässlich, aber dennoch hätten sie wirklich am Interface ein paar ja, Texturerweiterungen machen sollen und nicht so verschwommen. Ja gut. Aber eben die Entwickler, die haben in der Beta, haben sie Hilfe von den Deutschen bekommen, so ein deutsches Entwicklerstudio, die vieles verbessert haben, aber einfach zu wenig und dann ist Runes of Mage gar nicht so ein bisschen in die Tiefe geraten. Kaum jemand gespielt, der ja, jetzt nicht unbedingt so ein Fan war. Es war schon ziemlich gut besucht in den ersten paar Jahren. Aber alles von so World of Warcraft-Fans und so weiter. Wo halt diese Richtung anschlagen und nicht diese Action-Richtung, wie zum Beispiel bei Champions of Regnum oder so. Also eher Fortschlachten und so weiter schauen. Auf direktes Kampfsystem. Und nicht so Aufladekampfsystem. Ja. Ich war halt ein bisschen enttäuscht, dass es relativ wenig Items und so gab, wo man sich jetzt individualisieren konnte und so weiter. Das sind meistens so Items, die ja einfach plus 5 Rüstung haben, mehr nicht. Ich brauche einfach das Itemsystem aus Path of Exile oder so. Aus Diablo 2, Diablo 3, irgendwie so etwas. Also hier sind Agro-Monster Level 6. Die sind schwer, also wo könnte dann ein weiterer Questgeber sein? Ja, da müssen wir auch nicht hingucken. Ja. Nur ja. Heil- und Mana-Tränke. Da hat es Minenerze. Zwing. Das sind schon Level 8. Also, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sind die Quests verbuggt oder so? Also, ich mache jetzt mal einen kleineren, kürzeren Part, bis ich da ein bisschen Hilfe bekomme. Würde wirklich euch auch helfen, natürlich, dass ich weiterspielen kann. Weil ich suche jetzt nicht stundenlang nach einem Questgeber, den ich nicht finden kann. Der ist irgendwie gar nicht da oder so. Der heißt Oreo. Vielleicht hier rein? Ja gut, kann man nicht mal rein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Es sollte doch mindestens auf der Minimap, also auf der großen Karte, stehen. Da vorne und hier. Hä? Der war doch gar nicht dort. Aber immerhin kann man ein Häkchen hin tun und weiß dann, okay, dort kann man hin. Aber ja, wenn das ja schon deaktiviert ist am Anfang, dann muss man das natürlich zuerst finden. Gut. Ja. Ich habe jetzt nichts über den Hexenmeister gesehen oder wie er heißt. Die Charakterklasse eigentlich immer nur über Kundschafter und Magier. Das ist wahrscheinlich eher so die Klassen, die man eher wählt. Ist wahrscheinlich gar nicht so ausbalanciert. Ja, das Form ist halt tot, habe ich so das Gefühl. Wie überall. Wieso haben die Leute keine Lust, in Form zu schreiben? Werden halt auch immer wie verwöhnt, oder? Und wollen alles über Tele, also über TS3 und so machen.
Ja, aber der gibt ja mir nichts. Wo ist denn dein Becher? Sag doch, wo dein Becher ist. Hier hat irgendwas geblinkt. Ah. Dann sag doch bitte, wo dein Becher ist. Ja, wo ist Wolf Esche? Wo ist der? Es kann kein Weg zum Ziel gefunden werden. Dann schreib doch bitte hin, wo das ist. Wolf Esche. Es steht nirgendwo, wo Wolf Esche ist. Da kann ich halt nicht weitermachen. Ich finde ihn nicht. Na gut, also. Da oben ist auch eine Quest, die ich schon angenommen habe. Ich bin ein bisschen hinterfragt, weil die geben mir einfach zu wenig Tipps. Ja, gehen wir nochmal runter. Ich habe einen Wolf Esche nirgends gesehen, oder habt ihr ihn gesehen? Vielleicht bin ich einfach so ein bisschen zu abgelenkt, weil ich ja unter ADHS leide, also Aufmerksamkeitsdefizit habe, dass ich zu gewissen Dingen zu viel aufmerksam habe und an andere, ja, wichtige Dinge nicht so viel Aufmerksamkeit schenken kann. Und deshalb halt es auch gerade ein bisschen mich schwer tue, was vielleicht andere Leute nicht so schwer finden. Gut, aber das ist halt einfach so. Schau ich mal ganz am Anfang nochmal, ob da Wolf Esche ist. Aber wieso wird das denn nicht angeschrieben? In jedem MMORPG bekommst du eine Einleitung, wo du hin musst und so weiter. Ist wirklich nichts hier. Ja, gut, bleib doch hin. Kann man hier auch durch? Nee, eben gar. Man kann nirgends durch. Kann ich ein bisschen spielen? Na gut. Stört mich eigentlich nicht so viel, aber ich bin gerne ein Erkunder. Also ich komme leider nicht weiter. Muss warten, bis jemand weiß, wie man weiterkommt oder irgendwie nachschauen, aber wo soll man nachschauen? Das weiß ich leider nicht. Der Wolf Esche, der ist einfach nicht hier. Eventuell müssen wir uns teleportieren in eine andere Map, aber. Oh, ziemlich schöne Maps. Okay, Gegenburg. Einführungsgebiet, hier ist ja da das Haus. Wie kommt man denn da hin? Wir sind direkt hier gespawnt. Das war das Haus, wo man da die Dinge findet. Quests, also die Einführungen. Aber da bin ich gar nie hingekommen. Wegen Frieren ist die Erholung erhöht. Also, eventuell werde ich jetzt noch ein anderes MMORPG anfangen. Vielleicht auch von Gameforge, aber jetzt gerade so Made in 2 habe ich nicht so viel Lust. Das habe ich schon geletsplayt. Und bin dann einfach nicht mehr weitergekommen, weil ich auch nicht so viel Zeit habe zu grinden, ständig zu leveln. Four Stories gibt es, glaube ich, noch und so. Und auch neuere, aber bei den neuen bin ich nicht mehr so Fan. Also, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, Trailer angeschaut und so, und das hat mich jetzt noch nicht so überzeugen können. Aber, könnt mir gerne ein paar Tipps geben, mich ein bisschen motivieren für so neuere MMORPGs. Ich mach's gerne. Und ja, die Qualitäten und alles werden ja sich bald auch verbessern, wenn ich mir die Hardware zulegen kann und so, die Software. Gut. Also dann tun wir einfach den eher langweiligeren Part, aber wir sind hier auf der Suche und da müssen wir halt ein bisschen etwas umgucken. Aber ich habe jetzt keinen Plan, wie man weitermachen kann. Deshalb noch eine kurze Pause, bis da irgendjemand
mir helfen kann. Es geht weiter, wenn ich mir geholfen wurde. Haben wir hier nicht noch irgendwo eine Höhle gehabt? Dachte ich mir. Harry Großkessel. Das ist ein Name. Also hier ist er auch nicht. Okay. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.